Eines Tages blieben alle Tiere auf der Farm ohne Futter. Dann beschloss eine kleine rote Henne, auf das Feld zu gehen und etwas zu essen zu suchen. Es war traurig, alleine zu gehen, also ging die Henne zur Kuh und lud sie ein, zusammen zu gehen. Aber die Kuh wollte nirgendwo hingehen und sagte deshalb, dass sie sehr heiß sei und auf der Farm bleiben würde. Dann ging das Huhn zum Schwein, aber sie wollte ihre kühle Pfütze nicht verlassen. Also beschloss das Huhn, den Hund um Hilfe zu bitten, aber er wollte in seiner Kabine bleiben. Schließlich ging das Huhn zur Ente. Nach einem kurzen Gedanken weigerte sie sich auch, den Teich zu verlassen. Niemand wollte mit dem Huhn gehen, also musste sie alleine nach Essen suchen. Also ging ein Huhn über das Feld und fand mehrere Weizenkörner. Freudig kehrte sie auf die Farm zurück und beschloss, die gefundenen Samen zu pflanzen. Das Huhn dachte, dass Freunde ihr helfen könnten. Sie zeigte der Kuh die Körner und bot an, sie zusammen zu pflanzen. Aber die Kuh war immer noch sehr heiß. Dann ging das Huhn zum Schwein, aber sie weigerte sich zu helfen. Also wandte sich das Huhn dem Hund zu, aber er wollte den Stand nicht verlassen. Die letzte Henne bat die Ente um Hilfe, aber sie beschloss, in ihrem Lieblingsteich zu bleiben. Und das Huhn musste die Samen alleine pflanzen. Wochen vergingen, der Regen begann und die Samen sprossen. Es würde sich lohnen, sie zu jäten. Dann fragte das Huhn ihre Freunde, wer ihr helfen könne. Die Kuh sagte, es habe heute geregnet. Das Schwein wollte sich nicht bewegen. Der Hund hatte Angst, schmutzig zu werden, und die Ente beklagte sich über ihre Gesundheit. Und wieder musste das Huhn alles selbst machen. Die kleine rote Henne jätete allein das Bett. Nach einer Weile wuchs der Weizen und es war Zeit zu ernten. Dann lud das Huhn ihre Freunde ein, gemeinsam Weizen zu sammeln. Aber die Kuh war sehr beschäftigt. Das Schwein wollte nicht aus seiner Pfütze heraus. Der Hund versteckte sich in seiner Kabine und die Ente hörte dem Huhn überhaupt nicht zu. Also arbeitete die kleine rote Henne bis zum Einbruch der Dunkelheit. Sie erntete Weizen Ohr für Ohr. Schließlich war es Zeit, die Körner in Mehl umzuwandeln. Das Huhn bat ihre Freunde erneut um Hilfe. Dann sagte die Kuh, es sei Zeit für sie, Milch zu geben, und weigerte sich, den Stall zu verlassen. Das Schwein wollte auch nicht helfen. Der Hund sagte, er wisse nicht, wie man Mehl macht, und die Ente war sehr damit beschäftigt, im Teich zu schwimmen. Das kleine Huhn hackte den Weizen selbst und verwandelte ihn in Mehl. Endlich ist es Zeit, leckeres Brot zu backen. Das Huhn wandte sich an ihre Freunde um Hilfe. Aber die Kuh hatte keine Zeit für Arbeit. Das Schwein ist zu müde, um zu helfen. Der Hund war beschäftigt und die Ente sagte, dass sie überhaupt nicht wusste, wie man Brot backt. Dieses Mal wurde das Huhn wirklich wütend. Sie ging in die Küche und knetete den Teig aus dem Mehl, das sie gemahlen hatte. Sie legte es selbst in die Form, schickte es in den Ofen und wartete darauf, dass das Brot gebacken wurde. Als sich das Aroma frischer Backwaren ausbreitete, nahm die Henne das Brot aus dem Ofen. Sie ging in den Garten, setzte sich an den Tisch und rief ihre Freunde an. Als alle Bewohner der Farm frisches Brot sahen, drängten sie sich um das Huhn. Sie alle wollten gut essen. Aber das Huhn sagte, dass sie nicht mit ihren Freunden teilen würde. Immerhin hat sie das Brot selbst gemacht, und deshalb hat nur sie es verdient zu essen. Und mit großem Appetit fing das Huhn an, nach dem Brot zu picken. Aber sie konnte sich nicht damit abfinden, dass ihre Freunde hungrig waren. Dann beschloss das Huhn, Essen zu teilen, aber nur, wenn ihre Freunde versprechen, ihr weiterhin in allem zu helfen. Jetzt schämten sich alle Tiere für ihr Verhalten, weil sie erkannten, dass das Huhn recht hatte. Und sie versprachen, sich in allem immer gegenseitig zu helfen. Die kleine rote Henne wusste, dass ihre Freunde eine echte Lektion lernten. Sie teilte Brot mit ihnen. Die Freunde aßen zusammen, wurden satt und zufrieden. Sie lebten lange auf ihrer Farm und halfen sich immer gegenseitig.